Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS19 Playtest, das Original. Nur hier bei uns. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sehen mal noch unser Kartoffelexperiment. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war beim letzten Mal. Deswegen schauen wir mal, wie denn hier jetzt die Menge R und B errechnet wird. Oder ob wir vielleicht sogar schon fertig waren und ich das nur wieder verpeilt habe. Was ist jetzt wieder los? So. 67% wurde an Feld 9 transportiert. So, das ist die Frage, ob wir das glauben können, dass das 67% sind. Also zwei Drittel, ja, das könnte hinkommen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, das könnte möglich sein, dass das stimmt. Okay. Ja, und es ist natürlich auch so, dass... Ist ja gerade erst der Anfang des Anhängers. Aber die Rechnung war gerade Quatsch von mir, ne? Ist ja das andere Feld noch mit drin. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, alles hier. Komm, wir laden den noch ab, wir wissen es. Wir finden es ja nur raus, wenn wir es testen. So. Genau, jetzt will nämlich der andere wieder abgetankt werden. Da müssen wir uns beeilen. 96%, ja, so könnte sein, ne? Ja, und der Trick oder der Test, den wir machen, ist natürlich, ob das dann den Vorteil hat, dass wir die Maschinen dann einfach für die Mission sozusagen verwenden können. Huch, Entschuldigung. Ich fahre auch immer auf diese Schilder drauf, die auf der Straße rumliegen. Statt dass die einfach mal aufgestellt werden. Das ist wirklich komisch. So. Ja, interessant finde ich auch diese Angabe, so und so viel Liter pro Stunde. Gibt man das so an? So. Dann fahren wir zu seinem eigenen mal. Und ja, wie gesagt, wir können auch noch, oder wir müssten sogar noch Kartoffeln auch nicht Schweine verfüttern. Ansonsten wird das teuer, die nachzukaufen. Und wir haben sie ja eh selber und wir haben sie auch deswegen ja eigentlich gemacht, ne, wenn wir ehrlich sind. So. Ich finde übrigens diese neue Uhr irritierend. Ich denke immer, ich habe so einen kleinen Fliegenschiss oben auf dem Monitor. Wenn man hier so in das helle Licht reinguckt. So. Dann kannst du hier mal da hinten weitermachen. Ah. Und... Guck mal da. Der Kollege ist auch schon fertig. Ja, ich überlege dann, ob wir wirklich dann alle drei Felder mal Gerste machen sollen. Wegen, zu Vergleichszwecken, sag ich mal. Dass wir dann mit dem neuen Ladewagen dann noch den richtig ausnutzen. Würde wahrscheinlich Sinn machen, ne? So, pass auf, dann fahren wir hier nochmal ran. Und los geht's.
werden wir nicht schnell genug sein. Ja, und da haben wir auch schon wieder 58. Das heißt, da fahren wir wieder zum anderen Feld. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Immer von einem Feld zum anderen. Also irgendwie steht es auch in der Uhr, nicht nur einen neuen Ladewagen uns zu holen für das Stroh, sondern auch einen neuen Anhänger zum Abfahren. Dass wir den noch nicht haben, ist echt ein Wunder. Muss ich mich gerade so ein bisschen über mich selbst wundern. Müssen ja nicht immer andere machen, kann ich auch mal selber machen. So. Dann haben wir hier den Dünger. Das sieht schon mal gut aus. Aber wie der drücken muss hier, ne? Mit der Schwertmaschine. Mann, Mann, Mann. Schön, wie man das jetzt also wirklich bei den Maschinen so die einzelnen Geräusche hört. Finde ich schon cool irgendwie. So. So, der ist ja ein bisschen stärker, der Trecker, aber der kriegt es auch nicht besser hin. Ah, guck mal, wie viel Verschleiß der hat, nur von diesem bisschen hin und her fahren. Echt? Ist ja auch krass, ne? Also, ich finde das krass. So, pass auf. Dann wollten wir noch ein bisschen was machen. Und zwar weiß ich jetzt nicht. Haben wir nicht. Also wir haben sogar eine Werkstatt am Hof. Oh, das habe ich ja immer vergessen, ne? Habt ihr wieder mit mir geschimpft, bestimmt. Diverses. So, wir müssen einfach mal Maschinenpflege machen. Sonst die Abo. Komm mal. Die ist ja halbwegs gerade, ne? Stellen wir den mal so hier hin. So vielleicht. Und natürlich auch noch einen zweiten an unseren Hof. Ja. Habt ihr natürlich bei der Glantal mitgeschrieben, wo wir keinen Verkäufer haben, also wo, ne, für Milch und Eier. Dass ich natürlich bedenken muss, dass wenn ich den da platzieren muss, muss ich doch auch das Land kaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Wo wir gerade so fleißig am Platzieren sind. So. Dann einmal warten, bis der Kollege dahin wieder rum ist. Wird denn jetzt auf den 2 Meter noch die 3% geholt oder habe ich das gerade falsch gesehen? So. Wie sieht es mit dem anderen aus? Der scheint wirklich deutlich langsamer zu sein, ne? Aber der fährt 7 km/h. Eventuell macht es sogar Sinn.
Das wäre ja so der nächste Schritt, ne? Dass wir den Steiertrecker mal aufrüsten oder austauschen. Das wäre dann wahrscheinlich der nächste logische Schritt. So. Da ist der Düngertrecker, glaube ich, fertig geworden. Jawoll! Ja, der ist echt langsam. Okay. Wir machen mal Folgendes. Einfach weil wir es können. Einmal Treckerwechsel bitte. Aber das ist natürlich mit dem Trecker nicht optimal auch ist, ne? Wegen, weil er so breit ist und so, gerade bei der Kartoffelernte. Ist ja nicht umsonst so, dass der andere ja auch die Schonbereifung drauf hat gegen die Fruchtzerstörung. Die haben wir natürlich jetzt ausgemacht. So. Ist das besser? Oder ist die Maschine kaputt? Wäre das möglich, dass die Maschine kaputt ist und wir deshalb hier dieses Elend uns angucken müssen? Wir schauen mal. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Kartoffel. Ich bin ja manchmal schon so ein bisschen doof, ne? Wo sieht man das denn nochmal? In der Übersicht, ne? Hier. Dann hier. Ja, Tatsache, ist komplett kaputt. Ja, Mensch, deswegen geht das nicht hier. Sollen wir mal reparieren, nicht? Garage. Jetzt geht er ab. Und ihr habt mir das bestimmt schon wieder in den Kommentaren geschrieben und ich habe das wieder vergessen. Also, es ist nicht nur so, dass der Eindruck entsteht, ich lese die Kommentare nicht, weil ich nicht auf jeden einzelnen eingehen kann, sondern auch, weil ich natürlich welche vergesse. So. Ich würde sagen, dann lassen wir den schon mal ran hier. Dann können wir ja gucken, wie weit wir da kommen. Ja, ist auf jeden Fall schneller. Ist sehr erstaunlich. Haben wir noch irgendwas kaputt hier? Wie würde man denn das eigentlich machen? Ach so, mit Schonbereifung, ne? Dann würde die Schonbereifung... Guck mal hier. Das sehe ich ja jetzt. Guck mal, wie genau das ist. Die würde genau dazwischen durchgehen. Krass. Okay. Wieder was gelernt. Ja, 73%. Kartoffelchen. Aber dass der Trecker hier so kaputt ist oder so schnell kaputt geht, merkwürdig. Ja, und die Lohnzahlung seht ihr auch, ne? Also wenn ihr diesen... Wir könnten jetzt auch... es gibt auf Mod-Hoster diese Mod mit mehrere Aufträge annehmen. Wieder falsch. Ich nehme immer das falsche Menü. Habe ich mir angewöhnt. Ne? Dann könnten wir natürlich auch mehrere Aufträge annehmen, aber... Oh,
Wir könnten noch eine weitere Kartoffelente machen. Das lassen wir lieber. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier im Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Empfehle die Videos gerne weiter und lasst gerne ein Abo da. Tschüss und bis bald.